Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit der Tigerfarm. Hallo. Hallo. So, leider immer noch ohne Mikado. Das heißt, ich bin immer noch bei dir unterwegs. Das ist richtig. Greife dir noch ein bisschen unter die Arme, weil Mikado leider immer noch krank ist. So. Läuft's bei dir? Ja. Ah, du stehst auf einem Fleck. Ich habe gerade 1200 MS. Was denn da los? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir waren letztes Mal dabei, dass wir dein Gras abfahren. Und zur BGA bringen. Da arbeiten wir mal dran weiter. 110.000 Grassilage ist bisher im Silo. Da muss noch mehr gehen. Ja, was ist denn los bei euch? Also ich habe... Warte, ich sehe gerade gar nichts. Ich habe 20 MS, mehr nicht. Sogar weniger als 20. Ja, ich hab's immer so um die 40 oder 50. Ja, aber 1000. Ja, jetzt sind 800. Ein bisschen besser. Wow. Verdammt. Ich hoffe, Sie haben eine Versicherung auf Ihrem Traktor. Auf den Mietfahrzeugen. Ja. Weil irgendwie war gerade ein Baum im Weg. Das ist auch mal ganz interessant, dass wir hier nicht eigennützig arbeiten. Arbeiten, sondern uns unsere Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Wird nicht besser mit dem S. Willst du mal neu connecten? Manchmal hilft es. Jetzt ist es. Okay, jetzt habe ich 40. Okay. Ja, das Spiel braucht den. Schon wieder mehr. Ich habe zwar 40 MS, aber es weg und ruckelt gerade ein bisschen. Was hast du denn noch offen? Hast du noch irgendwie Internet? Ja, jetzt geht's. Glaube ich nicht. Ich connecte nochmal neu. Ja. Jo. Da haben wir gleich nochmal eine Synchronisierung. Aber die muss halt dann auch mal sein. Ich arbeite auf jeden Fall weiter fürs LU. Dass das Lohnunternehmen auch noch ein bisschen weiterkommt. Eventuell haben wir auch ab nächster Woche doch noch endlich einen weiteren LU-Mitspieler. Wäre zumindest toll. Ja. Hast du schon connected? Nee, oder? Nee, noch nicht. So, jetzt werde ich mit dem kleinen bisschen, was hier wahrscheinlich liegen bleibt, werde ich nochmal herfahren müssen. Das macht nichts. So, ich joine. Jo. Noch keine Meldung gekriegt. So.
Lädt es bei dir? Ja, mir wird geladen. Okay. So, wenn euch das Projekt gefällt und dann schaut auch gerne mal um 16 Uhr vorbei. Da kommt nämlich die dritte Folge vom Classic-Projekt auf der Provence-Map. Jetzt synchronisierend. Die dritte Folge vom Provence-Projekt, also Classic. Da spielen wir mit Youngtimern, Oldtimern und ja, einfach altem Zeug. Ja. Auch ein cooles Projekt. Ja. So, jetzt läuft's. Oh, da habe ich noch was vergessen. Das sammeln wir auch noch auf. Sie können sich mal noch überlegen, liebes LU, was Sie als nächstes sich noch anschaffen oder was wir als nächstes für eine Aufgabe haben. Was ich dann noch für Sie erledigen darf. Da muss ich mal gucken. So, mein Anhänger. Mein Ladewagen ist voll. Ich hab zwar nur 30 bis jetzt, aber es ruckelt trotzdem. Komisch. Also bei mir läuft's und die Verbindung zum Server ist auch so jetzt im Moment bei so 30 FPS. MS. Das hab ich. Boah. 1500 MS. Was ist denn los? Ich bin jetzt bei 15. 13 manchmal. Kommt drauf an, wo ich auf der Map mich befinde. Ich habe jetzt alles Nötige im Hintergrund geschlossen. Ja, dann dauert es ein bisschen, bis das am Rechner ankommt. Ich habe jetzt nur noch Steam offen, Discord und Elektron. Ja, viel mehr habe ich bei der Aufnahme auch nicht offen. Nicht offen. Ich habe irgendwo auf Discord irgendeine Nachricht, aber ich weiß nicht von wem. Oh, du stehst zweimal da, das ist ja auch interessant. Ja, das passiert auch. Das hatte ich noch nie. Habe ich LU bei dir? Bei Ihnen? Warte. Ja, haben sie. Achso, das hat man doch schon mal, dass ich hier nicht abladen konnte, gell? Warum auch immer. Das kann man da nicht abkippen. Sie müssen da abkippen, wo noch nichts ist. Nee, das kann nicht sein. Doch. Hä? Aber das ist doch Schwachsinn. Okay. So, jetzt sind sie nur noch einmal da. Vielleicht funktioniert's jetzt. So, ich starte mal zur nächsten Runde. Es war eigentlich nicht so vereinbar, dass ich nur arbeite und sie hier Pause machen, gell? Ich hab gedacht, ich unterstütze sie. Wie soll man das so machen, wenn man 1500 MS... 1600. Keine Ahnung. Vielleicht mal einen kompletten Rechner neu starten. Ich glaube, das werde ich mal tun. Ich werde derweil weiter ihr Gras aufsammeln und zur BGA bringen. Gut, dann bis gleich. Bis gleich. Oi, oi, oi. So, es ist
für uns natürlich ein bisschen ungeschickt, dass Mikado jetzt leider verhindert ist, aber krank kann man leider nicht ändern. Aber wir kommen halt in unseren Zielen nicht vorwärts. Der einzigste Vorteil, den ich habe, ist, dass die Schafe natürlich weiter Wolle produzieren, aber da hatten wir ja gesagt, werden wir auf jeden Fall dem LU mindestens eine Palette spendieren von der Wolle, um da eine Sozialabgabe in dem Sinne zu gewähren, damit unser Vorteil nicht allzu groß ist. So, dann habe ich die Wiese hier gleich mal fertig gemacht. Schon ein bisschen gemein, dass ich das LU uns hier arbeiten lässt und selber chillt. So. Ja, aber dann zeigen wir dem LU mal, was Arbeit ist, ja? Also da geben wir ein bisschen Gas und dann sehen die mal, dass auch die normalen Bauern richtig arbeiten können. Upsasa. Ah. Ah? Schon zurück? Ja. Ah. Geht schnell bei mir. So, wo haben sie denn schon Gras aufgesammelt? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da hinten liegt aber noch was. Wollen Sie eigentlich auch mal Tiere machen, oder? Ich spiele mit den Gedanken, ob ich mir Schafe holen soll. Ja, die sind pflegeleicht. Kann ich Ihnen gerne auch hin und wieder ein bisschen Gras vorbeibringen, wenn es Bedarf ist und Sie gerade beschäftigt sind. Ich sag mal, Schafe kann eigentlich jeder machen. Die sind so pflegeleicht. Ja. Braucht man nur Gras oder Heu. Ja. Dann komme ich jetzt wieder. Ja. Hoffentlich jetzt ohne 1600 MS. Das wäre toll. So, wo haben Sie denn schon überall das Gras gesammelt? Da noch nicht. Also ich bin auf jeden Fall einmal rundherum gefahren. Das weiß ich. Ja. Oder das zweite Mal angefangen rumzufahren. Ja, ich guck mal, was ich hier noch finde. Da liegt genug noch rum. Ah, genau in der Kurve muss es synchronisieren, das ist ja doof. Das ist perfekt. Sowas nennt man Perfektion. 3, 2, 1, fertig. Ja, doch nicht. Simsalabim, die Synchronisierung. Genau. Beginn. Ach, ich kann nicht mal rumgucken. Mensch. Jetzt. Jo. Es ist interessant, dass hier der Ladewagen das Gras rückwärts nicht aufnimmt. Aber wenn man mit einem Ballenwagen, Ballenpresse rückwärts über die Schwad fährt, dann sammelt er trotzdem auf. Ja. Ist nicht besser. Immer noch nicht. Das ist sehr, sehr merkwürdig.
Also sie kommen gar nicht, können gar nicht losfahren, oder wie? Also ich kann fahren, aber das kommt 30 Sekunden später an. Jetzt hatte ich gerade auch einen kleinen Ruckler. Keine Ahnung, woran das liegen könnte. Ja, da ist ein Hund im Hintergrund. Ja, einen Moment. Nee, kein Problem. Das belebt das Ganze ein bisschen. Wasser. Hat sich so ein bisschen angehört wie so ein... kleiner, irgendwas Kleines. Ja, ein kleiner Hund. Boah, der Find hat keine Leistung. Kommt hier kaum den Berg hoch. Der nagelt wie so eine Nähmaschine. Also laufen geht irgendwie. Vielleicht hat die Karte auch noch nicht richtig. Deswegen so. Das könnte auch sein, aber das geht doch eigentlich immer recht schnell. Naja. Oh, nicht LS umkippen, nicht umkippen. Okay, geschafft. Da habe ich schon wieder 200. Einfach mal einen Trecker setzen und hoffen, dass es funktioniert, glaube ich. Vielleicht liegt es auch irgendwie an der Gegend, wo sie sich aufhalten. Nee. Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es auf einer Seite der Karte 300 ms ist und auf der anderen Seite nur 30. Ich hätte mal noch eine Idee, vielleicht vielleicht liegt ja Discord, ist Discord schuld. Können wir mal Discord eine Weile schließen und gucken, ob es dann besser wird. Warte, ich melde mich mal bei Discord ab. Ja. Und dann wieder an. Kannst ja auch ingame schreiben oder so. Ob es besser ist. Ja. Ist halt doof, wenn so ein technisches... Alter, der Fan kommt hier wirklich fast kaum hoch. Bis gleich. Jo. So, ich mache mir hier gerade ein Pressefoto. Alter, wie der kämpft. So, mit Differential. Aha. Ach so, warum ist denn der jetzt oben? Noch mal mit Differential probieren. Ha. Funktioniert, funktioniert. Wir kommen hier hoch, wenn auch langsam. So, weiter geht's. Wir werden es auf jeden Fall noch schaffen, in dieser Folge noch eine Ladung Gras abzuliefern. Also, ja, 20 Sekündchen haben wir noch. Also laden wir noch mal einmal Gras ab. Und dann war es das auch schon wieder für die heutige Folge. Wir haben das Lohnunternehmen so gut es ging unterstützt. Leider ist Tiger Farm nicht selbst dazu gekommen, hier irgendwas zu machen. Vielleicht können wir die technischen Probleme bis zur nächsten Folge auflösen. Dass er natürlich auch wieder tatkräftig mit arbeiten kann.
Ist viel besser ohne Discord. Okay, dann liegt's wohl an Discord. Ich muss ehrlich sagen, als ich dazugekommen bin, dann hat es auch schon etwas gehangen. Aber gut, dann hat er zumindest da jetzt die Lösung gefunden. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da oder alles zusammen. Und wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Bis dahin, haut rein. Ciao.